Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ich bin die Mary Sancho und ich spiele für euch heute Life After Death. Dieses Spiel ist von ASK Games und kam am 29.09.2022 heraus. Ist also noch gar nicht so lange her. Und ist im Moment für 8 Euro auf Steam zu haben. Ist ein kleines Indie-Horror-Game. Von ASK habe ich ja schon eins gespielt. Ja, und ich möchte diesen Entwickler tatsächlich ein bisschen dabei unterstützen, damit er seine Spiele besser verkauft. Denn er hat entweder darum gebeten, dass man unbedingt Reviews unter die Spiele in Steam schreiben soll, weil er anscheinend gerade mit diesem Spiel Probleme beim Verkauf hat. Und ich finde es immer schade, wenn solche Indie-Entwickler tatsächlich nicht genügend Unterstützung erfahren und dann muss man auf tolle Spiele verzichten, womöglich. Und ich hatte bis jetzt echt gute Erfahrungen mit ASK Games. War bis jetzt nur ein Spiel, das ich gespielt habe. Aber ASK Games oder Amica Games ist eigentlich egal. Die Spiele sind alle gut. Es sind alles russische Indie-Entwickler. Unterstützt sie. Schreibt eure Reviews unter die Spiele in Steam. Und empfehlt die Spiele weiter, wenn euch die Spiele gefallen. Das ist nur meine Bitte an euch da draußen, die dieses Spiel jetzt gerade sehen. Daher mache ich diese Let's Plays, um euch zu zeigen, ob das Spiel gut ist oder nicht. Also für mich oder vielleicht ist es euch interessiert. Schaut hier nicht weiter zu, holt euch das Spiel und fertig und spielt selber. Und aus dem Grunde starte ich nun jetzt ein neues Game. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ja, auf geht's. Ich habe Angst. Ah, okay. Das habe ich irgendwie verpennt. Moment, bevor ich hier weiter starte. Sound. Video-Settings brauche ich ja eigentlich nicht. Die V-Sync ist an. Ne? Eine Gamma. Ne? Blablabla. Ein Fullscreen. Wie nur 80% geht's noch. Back. Graphic. Ultra, ultra, ultra. Ja, das hört sich doch nicht schlecht an. Sound. Wie nur auf 80. Komm, den drehen wir hoch. So, damit uns nicht gleich alles wegfliegt. Und weiter geht's. Ich will natürlich die volle Experience haben. Also gut, wir sind hier irgendwo. Ich weiß nicht wo, aber wir sind irgendwo. Ich kann mich bewegen. Ich habe Angst. Kann ich? Hab ich? Nein. Ich habe keine Flashlight. What the fuck? Das fängt ja schon richtig toll an. Gibt's kein Intro zu der ganzen Geschichte? Also, für die, die mich nicht kennen, ich schreie gerne. Und es wird wieder peinlich werden, weil meine Vermieter sind. Ich habe Angst. Oh Gott, es geht schon los, danke. Ich habe keine Ahnung, um was es hier geht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Videokameras. Das kenne ich doch aus einem anderen Spiel. Welches war denn das? Was? Fernseher. Auslockt ab. Da ging das Ganze auch so los. Errungenschaft. The game has begun. Was für ein Game denn? Ja, ich spiele ja schon. Ich habe doch schon angefangen. Lass mich raten. Jesse's life. Insert. Okay. I'm scared. I don't want to see that. I don't want to watch this movie. It just couldn't be cruel. Ah, da muss man auch noch auf Play machen. Ladebildschirm. Und ja, wieder mal, ne?
Well, what a terrible headache. Where am I? And what happened to me? I don't understand. Ja, es ist irgendwie ganz komisch, dass ich immer das nicht voll lesen kann, weil es einfach zu schnell weg ist. Ich gucke mich jetzt erstmal um, bevor wir die Türe benutzen. Was liegt denn hier Hübsches? Für die, die es nicht wissen, ich lese auf Englisch vor, was ich leider muss, weil das Ganze ist auf Englisch. Mouse left use. Control crouch. Mouse wheel zoom in. Take a closer look. Nee, danke. F ist Letter und Leiter, klar. W forward, bla. Das ist ja, immer dasselbe, ne? So, und jetzt soll ich mich umschauen, oder? Ich drehe mich nicht um, leck mich. Also wie gesagt, ich lese alles Englisch vor und ich werde es nur grob übersetzen. Was? Ist da... Ich will den da! Das ist eine Waffe! Hä? Bin ich total bekloppt? Okay, da steht niemand. Ist da was? Ist da noch was? Hä? Boah, da bin ich... Fängt ja schon gut an. Da ist nichts mehr. Ja, aber wenn ich doch... Und... Ich soll das aufpicken und dann geht das aber nicht. Dann legt sich da hin und... Nice. Okay, dann bleibe ich hier. Ist mir recht. Ich brauche das Towel. Also das Stückchen Tuch, das hier jetzt liegt. Aber wie denn? Geht schon gut los. So, bin ich blöd? Die Maus erscheint auch nicht mehr. Dismiss. Okay, gut. And now what's this red? Zack, zack, zack. Na, wer kennt's? Ja gut, mit so einem Tuch kann ich natürlich auch nichts anfangen, weil mit dem Tuch kriege ich diese Türe auch nicht auf. Das heißt, wir bräuchten eventuell einen Schlüssel. Lass mal crouchen. Crouchen war Steuerung. Und warum crouche ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Was denn das da? Das sieht ekel. Oh! What the fuck? Warum kann ich das angrabbeln? Da liegt ein Zettel. Ich habe Angst, wenn ich jetzt... Hä? Also ich kann das anklicken und dann verschwindet die Hand aber. Was? Ich kann die nicht nehmen. Jetzt geht's. Do you want to know why you are here? Who are you? How to choose from here? I can give you a hint. A lot of interesting things are stored in dirty laundry. Also, warum bist du hier? Wer bist du? Warum man es gewählt hat? Bliblablub. Kann mir einen Hinweis geben. Also viele Sachen sind in dreckiger Wäsche eingepackt. Dreckige Wäsche. Crouch ich noch hier? Dreckige Wäsche. Das ist dann das da. Nehme ich an. Oder das da. Ist das gemeint? Check's nicht so recht. Dirty Laundry. Dirty Laundry. Die könnte gewaschen sein, dann ist die eventuell dirty. Auch nicht dirty. Die ist definitiv nicht dirty. Und jetzt komme ich hier raus. Nein, tue ich nicht. Pasta. Okay. Dirty Laundry. Ich würde das hier jetzt für Dirty Laundry halten. Also, so ganz nebenbei. Ist da irgendwas? Da kann ich aber nichts machen. Da was machen? Nein. Das sind die. Ich kann die nicht mehr nehmen. Ich weiß nicht, wieso nicht. Ist das nur der Zettel? Oh, bitte, sei doch nicht jetzt schon am Arsch hier. Das fängt ja jetzt schon gut an, ey. Das
Ach, jetzt kann ich den nehmen. Das ging vorher nicht. Ah, und jetzt kann ich, glaube ich, hier aufmachen. So, nee, eigentlich will ich hier bleiben, aber gut, okay, wir müssen ja hier durch. Juhu! Hello, Dolly! Not so hello. Who turned that light on? Who does this? Ich gucke jetzt erstmal hier so. Hier ist der Boden kaputt, das Laminat. Ein Teflono-Klingel. Da geht's noch um die Ecke rum. Oh my gosh. Ich hasse verwinkelte Flure. Das ist mit das Schlimmste, was es gibt. Okay. Ja, schön. Ich wollte echt die untere Schublade als erste aufmachen. Okay, das ist nur ein Buch. Hi da, bim bam. Ich muss das kurz so machen. Tut mir leid. Ich habe hier am unteren rechten Bildschirm ein Icon. Und jedes Mal, wenn ich da drauf komme, das ist im Spiel sichtbar, jedes Mal, wenn ich da drauf komme, klicke ich aus dem Spiel. Es tut mir leid, wenn das immer wieder passiert. Ich höre Schritte im Hintergrund. So ganz langsame Schritte. Was haben wir denn da? Eine Schublade mit Animals. Animal. Animal, ja. Genau. Okay. Ich glaube, wir müssen weiter, um uns umzugucken. Was ist denn das für ein blödes Regal? Habe ich eigentlich die Taschenlampe schon? Nein. Okay, das heißt, ich muss wahrscheinlich einen Leiter oder eine Taschenlampe finden. Was war das? Ah, eine Lampe. Kann ich die anmachen? What? Nein. Okay, das war... Okay. Das ist kein gutes Zeichen, wenn da eine Türe mit einem Kreuz drüber ist. Da kommt man auch nicht durch. Ist hier irgendwas? Nee. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Und gucken mal, was da drüben los ist. Auch wenn es mich kein Stück interessiert eigentlich, will ich hier gar nicht mehr sein. Ich will nicht. Ich krieg schon wieder Gänsehaut. Andada. I can't figure out who it is. Who is it? Why can't I see... There. Oh Mann, also das, ich kann echt nur das oben rechts lesen, weil das verschwindet nicht. Aber der untere Ding, das... Okay. Was ist das? Vasen und Dinge? Okay. Nichts was... Was? Das Licht hier schon vorher. Oh my goodness. Also die Atmosphäre in diesen Spielen sind echt der Brüller. Die sind echt mega. So richtig widerlich. Oh ja, und ey, das geht gar nicht. Hier ist eine Tür offen. Boah, ich hasse offene Türen. Sagen. Was ist da? Ich sehe da nichts. Ich will da nicht rein. Ich will aber auch nicht hier vor. Ich glaube, ich bin hier hinten ganz gut. Da ist eine Vase runtergefallen. Okay. Oh Mann. Looks like I need to open it up. Ah, klasse, jetzt muss ich wieder irgendwas suchen. Haben wir hier irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Auch nicht. Ist hier irgendwas? Es ist natürlich immer ein bisschen bekloppt. Ein Head. Weg damit. Hau ab. Verschwinde. Dich will ich gar nicht sehen. Nichts, was ich nehmen kann. Gut. Nein, nein. Mach das zu. Ich will den Kopf da nicht mehr sehen. Ich will jetzt endlich einen Leiter oder... Eine Leiter. Was ist denn das? Will ich auch nicht. Achso, ich vergesse. Manche Sachen kann man ja nur nehmen, wenn man croucht. Okay.
Was? Wo? Waren das die da? Okay. Oh nein. Halt die Klappe, hau ab, verschwinde. Nicht schon wieder Clowns. Ich hab noch genug von Feindjus, von den Clowns. Keine Clowns, bitte tu mir den Gefallen. Ist da irgendwas, das ich nehmen kann? Ein bisschen rumcrouchen? Nein, sieht nicht so aus. Was haben wir denn hier Hübsches? Oh, eine schöne Landschaft, eine Pflanze, einen Gockel und eine kleine Teestunde. Ah, ist das nett. So, ich glaube, wir dürfen, müssen darüber. Oh Gott, und ich habe gar keine... Boah, ey, die Kamera... Es ist abartig, tut mir leid, die Kamera stellt sich immer wieder unscharf. Ich sag's immer wieder, tut mir leid. Aber ich... Sag mal, will die mich verarschen? Kamera, lass den Scheiß. Also ich brauche jetzt irgendwas, um das hier aufzuhebeln. Ich hatte gerade noch... Da wird wahrscheinlich die Taschenlampe oder was drin sein. Ich kann das nur tatsächlich nur zumachen. Okay. Ich kann... mir nur vorstellen, dass ich da rein... Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich habe keine Leiter. What the fuck? Da ist Lichtausgang. Bloß weg hier. Oh Gott. Igitt. Okay. Ja. Warum ist jetzt hier das Licht an? Wer hat hier das Licht angemacht? War das Licht hier gerade schon an? Okay. Also. Ich guck noch mal durch, weil ich vergessen habe, dass ich nur beim Crouchen manchmal was nehmen kann. Deswegen schaue ich jetzt noch mal, ob ich vielleicht irgendwo was übersehen habe. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Die Tür ist noch geschlossen und die ist und bleibt hoffentlich verschlossen. Okay, oh, was liegt da? Sieht aus wie eine Flasche. Okay. Gut. Jemanden anrufen kann ich auch nicht. 110 oder so. War da was? Da hatte ich doch geguckt, ne? Ja, nee, da ist nichts. Ich befürchte, wir müssen tatsächlich in das Dunkle rein. Oh mein Gott. Oh Gott, jetzt habe ich gedacht, da steht wer. Das ist... Leck mich. Hey, lass das. Wenn ich das anmache, dann hast du das anzulassen. Verstanden. Es geht wieder automatisch aus, nehme ich an. Nein. Lass das Licht an, du. Hallo, Vogel. Was hast du denn da Hübsches? Oh Gott, ich hasse Vorhänge. Wie kommt eigentlich... Was? Nein! Nicht! Hör auf! Mach den Scheiß! Lass da offen! Ha, da liegt ein Schlüssel! Und wir wissen ganz genau, wenn wir Schlüssel nehmen, sind wir am Arsch. Naja, mit den paar Kosmetikdingern ist man sowieso am Arsch. Don't do that again. Danke. Kannst du wieder zugehen? Das ist aber lieb von dir, danke. Warum ist die Tür... Also, ganz ehrlich, jetzt bin ich eher froh drüber, wenn die Türe zu ist, bitte. Danke dir. Ich weiß, mir kann man es nicht recht machen. Ich will den Schlüssel nicht nehmen. Oha, die gehen nicht auf, okay. Ein Window. Okay, da passiert nichts. Gut, auch recht. Mit der Bürste, ja, die Bürste brauche ich gerade nicht. One of the door.
Auf der Doors. Warum ist eigentlich nur hier hinten Licht? Hier da so und da so. Warum? Ich will es nicht wissen. Ich habe Angst. Ich habe... Aha. Jumpscare? Nein. Ist da was drin? Jumpscare? Nein. Bleib zu. So ist fein. Steht auch nichts hinter mir. Kein Mannequin oder irgend sowas. Sind das Blutflecken? Nee. Das ist nur abgeblätterte Farbe. Und jetzt ist der Raum dunkel. Nee, ist es nicht. Okay. Ich will gar nicht. Komm, geh zu. Geh doch bitte wieder zu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bin ich jetzt über die Wasser gelaufen? Tatsächlich. Wo war die Tür, die wir aufmachen wollten, sollten, haben, tun, Dingens? Nee, Moment mal. Es öffnet eine Tür, aber ich will ja das da aufmachen. Oh nee. Mach doch sowas nicht. Ich habe gehofft, wir finden da hinten jetzt was, um diese Schublade aufzumachen. Oh, ich glaube, warte, hatten wir den Zettel hier? Look around, Jesse. Only mindfulness will help you get home. Okay. Mindfulness. Also wir müssen Dinge finden, die uns dann helfen, nach Hause zu kommen. Dankeschön. So genau wollte ich es jetzt nicht wissen. Da ist dieser hässliche Clown drin. Aber der wird nur einmal getriggert, Gott sei Dank. Ey. Also wir schauen uns nochmal ordentlich um für den Fall, dass wir was vergessen haben. Wow, wie scharf die kleinen Bildchen. War ja gerade nicht noch ein Licht an? Oh mein Gott. Ich paras ohne Ende. Ist das ein Ticken, was ich da höre? Oder bin ich falsch informiert? Ach so, das war dieser dämliche Kopf. Geh weg, hau ab. Jetzt ist es da dunkel. Willst du mich verarschen? Ach nee, das ist nur da der Bereich da so. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also gut, macht eine Tür auf, der Schlüssel. Da hinten waren ja noch zwei Türen, die verschlossen waren. Da will ja jeder reinschauen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es die geradeaus ist, sondern tatsächlich diese hier. Okay, vielleicht dann doch nicht. In die will aber auch keiner rein. Okay, nein, ich will da nicht rein. Ich will nicht rein, ich will nicht. Oh nein, was heißt rein? Ich will nicht runter. Nein, tu das nicht. Ich will nicht in den Keller. Ich will doch. Nein, komm, lass mich. Kann ich als erster die aufgehen? Muss das sein? Ich weiß nicht. Mich nervt das noch, dass wir diese blöde Flasche, Schublade nicht aufbringen. Und ich bin irgendwie der Meinung, wir brauchen hier noch irgendwo irgendwas, das uns hilft, diese Schublade aufzumachen. Weil ich denke, also meiner Meinung nach ist da wahrscheinlich die Taschenlampe drin, die wir brauchen. Oder Feuerzeug, mit dem spielen ja die Entwickler ja gerne. Aber ich finde kein irgendwie... Keine Ahnung, Brecheisen oder irgendwas, das wir dafür benutzen müssen, um diese Schublade hier zu öffnen. Da ist überhaupt gar nichts. Oder sehe ich es einfach nur mal wieder nicht? Ich meine, man könnte ja letzten Endes auch einfach einen Kerzenständer nehmen und da mal drauf rumhauen. Vielleicht geht das auch. Ach ja, ich verkrampfe mich schon wieder. Das ist überhaupt nicht lustig, ne? Also, ne, weil wir waren ja gerade hier, in der Kiste habe ich noch nichts probiert. Das ist alles Aufräumen, Gedöns und... Aber hier hat er uns ja gesagt, wir brauchen was, um das hier aufzumachen. Okay. Das ist ja wieder mal Wunderbärchen. Und mir ist warm.
Na, uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als da einfach runterzulaufen, glaube ich. Weil sonst habe ich ja gar keine Möglichkeit, irgendwas zu machen, außer ich übersehe mal wieder erfolgreich Dinge. Vielleicht finde ich einen Schalter oder irgendwas fürs Licht. Aha, Brecheisen und so. Warum erinnert mich das gerade? It took Stark in here. Gotta get back here with a lantern. Ich nehme jetzt aber erstmal das da, wenn es beliebt. Help open something. Ja. With a lantern. Wo ist hier eine lantern? Lantern. Ach so, ich soll hier zurückkommen. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Schnell, 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 schnell. Habt ihr das als Kind auch immer gemacht, wenn ihr im Keller wart, irgendwas hochholen, weil euch die... Weil euch die Eltern runtergeschickt haben? Und dann seid ihr ganz schnell durch die Flure gerannt und habt hinter euch das Licht ausgemacht, weil ihr Angst hattet, ihr werdet von dem Monster verfolgt. Ah! Oh, fuck! Oder sicher, da ist die von alleine zugegangen. Oh. Junge, 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 Junge. Also ich habe das immer als Kind gemacht, ganz ehrlich. Da bin ich jetzt ehrlich. Ich habe das immer gerne gemacht. Meine Eltern haben ja ein Haus und wir hatten einen Keller. Oder wir haben einen Keller, der hat mehrere Räume. Und ich bin immer ganz schnell durch die Flure gelaufen und habe hinter mir das Licht ausgemacht, damit ich im Hellen war und der Flur, aus dem ich komme, im Dunkeln. Und dann bin ich ganz schnell hochgelaufen. Weil ich immer gedacht habe... Genau jetzt. Weil ich immer gedacht habe, es ist irgendwas hinter mir her. Wow, geil. Eine Lente. Yay. Ja, und das kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Jetzt sag mir bitte, dass ich dafür keine Batterien brauche, sonst kriege ich ein zu viel. Okay. Das heißt, ich sollte jetzt nochmal in den Keller gehen und mich da nochmal umschauen, weil jetzt habe ich ja eine Taschenlampe, eine Flashlight und werde da dann mal... Ja, bitte? Sie wünschen? Telefon? You behaved very badly as a child. It's time to pay the bills. Don't turn around if you don't want to die.